Willkommen zu einer neuen Portal 2 Mod. Wir spielen Aperture Tag und was es mit diesem Tag auf sich hat, werden wir bald erfahren. Als erstes starten wir ein neues Spiel mit Kapitel 1, Aperture Tag. Viel Spaß. Neuer Ladescreen. Gefällt mir. Okay. Aperture. Developer. Aperture Tag. Okay, wir sind auf einem Boot. Welcome to the Paint Gun Testing Initiative. You have been in hibernation for... 9, 9, 9, 9, 9. That doesn't seem right. Well, it doesn't really matter. Please leave the restroom whenever you are ready. Okay. Ja, willkommen zu Aperture Tag und ich denke mal... I know that bed might look comfy. Hier waren wir doch... Oh. Okay. We've got much to do, so please exit your room. Aber hier waren wir doch schon mal im Portal 2. Das war so toll und hier konnten wir Kunst betrachten, aber okay. Okay, also, herzlich willkommen zu Aperture Tag und... Moment, ich dachte, wir spielen Aperture Tag, nicht Stanley Parable. I don't even know why they even bother giving you a bed. They will drag the test subjects into the stasis chambers anyways. Okay. Aperture. Ja, da... Ich hätte jetzt Lust auf irgend so ein orangenhaltiges Getränk mit dem Namen Aperture. Wenn es sowas gäbe, ich würde es kaufen. Hey, ich dachte, das wäre Portal. Also Aperture Tag, nicht Stanley Parable. Ich meine, hallo, wir haben hier einen Stanley-Knopf und wir haben hier die Stanley-Wände und Menno. Okay, was gibt's hier drüben zu sehen? Kann ich hier irgendwie was rauslassen? Nein, natürlich könnte ich das nicht. Kann ich hier irgendwo rein? Nein, hier, da, 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 hier, hier. Nö, schade. Ja. Willkommen zu Aperture Tag. Wir wissen überhaupt noch nicht, um was es hier geht. Also doch, wir wissen es natürlich. Wir werden mit einer Nicht-Portal-Gun hier Portal-Levels bestreiten. Okay. Habe ich meine Boots an? Nee, ich habe gar keine Füße. Hätte ich jetzt meine Boots an, könnte ich da runterspringen. Mal schauen, ob ich sterben werde. Und... After long periods of hibernation, the human body loses some of its strength. So, before we get to the paint gun testing, we should do some warm-up testing. Don't worry, nothing too difficult. Okay, ich spring trotzdem mal rauf. Oh, wow. Ah. Okay. War nicht so schwer. Oh, hallo. Wow. Wo sind wir denn hier? Testing hasn't officially begun yet, so we're free to talk without anyone listening in on us. But your profile says you're not an early bird, so I understand if you don't want to talk at the moment. Hey, natürlich möchte ich mit dir sprechen, aber du hörst mich nicht. Das ist das Problem. Space, hä? Ah, cool. Oh, da oben sind Androiden, das gefällt mir gar nicht. Oh, ein Portal, cool. Was passiert jetzt? Wetten, da unten geht gleich ein Portal an? Nee? Okay. Und jetzt? Ach so, ich muss hier in eine Testkammer. Ja, sag mir das doch. Hier kommt bestimmt gleich was raus. Ja, natürlich kommt hier was raus. Ja, toll. Ich glaube, wir wissen noch, wie das funktioniert. Ist ein super mega 100 Watt Last super Knopf Kollisionsteil? Ja. Wir wissen es noch. I was just informed that even if we are not testing yet, I am not allowed to mention anything that is mentioned in your profile. I don't have this to my profile. Natürlich, natürlich. Wo müssen wir denn hin? Ah, so funktioniert das. Ich mag nicht, dass da Kampfdruiden stehen, auch wenn es noch Prototypen sind aus der frühen Aperture-Zeit, aber das gefällt mir nicht. Hallo. Who are you? Das sind echt noch uralte. Das ist genial. Oh, oh, cool. Wir müssen jetzt hier eine Flugnummer hinlegen. Ja, machen wir doch mal. Und hier sehen wir. Cool, das ist schon eine etwas modernere Kammer. Ja, hier kennen wir auch schon die Portal 2 Umlenkrichtglas-Dingens-Würfel. Das wird wohl so funktionieren. Dann müssen wir hier rüberspringen und dann müssen wir das dann noch irgendwie umlenken. Ach cool, in der Mitte gibt es schon unsere Portal, also unsere Tech Gun. Cool. Yes. Da freue ich mich. I know this experiment will go without any problems. I can see it in you.
Pick up the device and let the vacuum delivery system take us to the first test involving paint. Die sieht sogar cool aus. Oh, cool. Oh, cool. Cool, ich will die. Los, her damit. Wow. Okay, wo geht's jetzt lang? Ach, schöne Alpen habt ihr hier. Okay, ich fand ja diese Szenen immer sehr geil im Portal Eisen 2, wo wir mit diesem Würfel-Delivery-Vacuum-System rumgeflogen sind. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh, hallo, Aperture Tag. Ich kann noch nichts drücken. Okay, I know you're wondering what you are holding. Don't worry, it'll all make sense as we progress. Let me see. There. Okay, just go through the door now. Das ist grün. Dieses Grün sieht irgendwie für mich nicht gesund aus. Aber wir sind hier im Portal. Hier ist sowieso generell nichts gesund. Also gehen wir da durch. Alright, okay. Why don't you try firing your gun? See what happens. Okay. Okay, rechte Maustaste funktioniert noch nicht. Was war noch gleich die blaue Masse? Das war Springen, oder? Ja, cool. Hui! Ich mag das Spiel jetzt schon. Hui! Oh. Wo muss ich eigentlich hin? Achso, nur da hinten, nach hinten. Ja, gut. Hui, schön. You solved that really fast. Danke. Now, this next chamber should offer more of a challenge for us. Okay. Sollte sie? Da nach oben muss ich, oder? Ah. So, und dahin. Und dahin. Und nein, nicht runterfallen. Ah, Greenie. Wann lernst du es eigentlich? Immer. Schon Portal 1 und Portal 2 habe ich es nicht hingekriegt. So, jetzt müssen wir irgendwie rüberspringen und Sprung! Wow, das ging ja relativ gut. Ja, danke. Okay, maybe it's time to introduce myself. I'm Nigel and I will be your testing associate for this testing track. Glad to meet you. Test subject name here. Aha. Wir sind also noch immer Shell. Okay, was, okay, das war einfach nur oben reinspringen und rauskommen. Okay, das, ja. Immer noch nur blau. In case you haven't noticed yet, that green field, the Aperture Science Paint Gun Activation Field, also known as Fizzler, will activate and deactivate your paint gun. Nee, okay, das funktioniert schon mal nicht. Funktioniert das? Irgendwie so das hier anstreichen und das da oben anmalen und jetzt irgendwie so reinspringen und dann so und so und so und... Nee. Aber so und so und so und raus. Jawohl. Ja, ich sehe schon, komm, dieses Spiel wird uns Spaß machen, zumindest mir, und ihr werdet euch langweilen, weil ich wieder, keine Ahnung, verkacke. Haha, da habe ich das nicht verdammt. Mann, ich dachte schon, ich hätte einen Bug gefunden. Menu. Okay, also das da drüben anmalen und da. Und jetzt springen wir rein. Und Sprung! Jawohl, wir haben es überlebt. Cool. Jetzt müssen wir da hoch. Also da die Wand und da die Wand. Und los. Ding, dong, ding. Verdammt. Nur nochmal. Ding, dong, ding, dong. Sehr gut. Wo müssen wir jetzt hin? Da nach oben. Und... Da so, okay. Let's try this. Hui. Verdammt. Nein, sie wieder ganz unten. Das ist unfair. Menno. Ding, dong, ding, dong, ding. Gut. Und ding, dong, ding, dong, ding. Hm, passt. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Ohne. Achso. Okay. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir es nochmal von da unten her machen. Irgendwie so. Los, 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 los. Ja, nee. Was ist das denn? Das ist... Oh. Das ist nicht cool. Also. Da unten alles anstreichen. Und dann machen wir es halt nur von hier aus. Und hoffen, dass wir überleben. Und... Perfekt. Als ob wir den ganzen Tag nichts anderes machen würden. So, just please only spray where you think is necessary. Our Aperture Science Sentient Washing Servos will thank you. Ja, okay. Alles klar, ist so bestimmt nicht irgendwie aus Mondgestein oder so wie die alten Aperture-Sachen mit dem Portals, ne? This is the Advanced Jumping Training Course. It will teach you, ideally, how to navigate through future test chambers. Okay. Okay. Ich denke mal, wir müssen da hoch. Und da runter. Und daran. Und ja, das ging relativ fix.
Und da, das müssen wir auch irgendwie ansprayen, habe ich so das Gefühl. Und da und da nach oben und da nach oben. Und das wird schon irgendwie ganz schlimm schief gehen. Ja, wird es. Oh Mann. Okay, let's try it again. Also da alles einfärben. Nicht nur da, wo man denken, dass es notwendig wäre, sondern überall. So, und da. Und Sprung. Ja, das hat ja super funktioniert. Wow, Greenie, du bist der Beste. Okay, noch einmal. Also, ziehen wir uns ganz viel Zeit, sprayen diese Wand von oben bis unten ein und alles andere drumherum auch, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. So, und da drüben dasselbe, von oben bis nach unten, bla bla bla. Wir haben Zeit, la 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 la. Die Musik ist auch sehr geil. Und hier nicht vergessen. Zack, zack. Und, boah, Schwein gehabt. Ah, nö. Achso, eh. Hä? Ich bin verwirrt. Greenie ist verwirrt. Okay. Machen wir es auch einmal hier. So, die Wand. Und die Wand da drüben. Bla. Ja. Alles blau. Mach es blau. Alles. was? Okay. und spring an die Wand! An die Wand! Oh, come on! Das ist nicht fair. Okay, machen wir nochmal alles blau. Alles blau. So schön blau. Und jetzt da drüben auch. Wir haben so viel Zeit. So, komm, komm, mach das Zeug blau. Da, das auch. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rüberkommen. So. Und Sprung, Greenie! Sprung! So, jetzt muss es funktionieren! Los! Jawohl! Jawohl! Wir sind die Besten. Wetten, das versauen wir jetzt ganz, ganz, ganz fest. Oh ne, ich sag bloß, wir müssen jetzt wieder rüber. Ah ne! Ah! Aber wir müssen trotzdem wieder rüber. Verdammt! Ich hoffe, wir überleben das. Okay. Jetzt geht einfach runterrutschen oder so. Cool. Danke. Danke. Sometimes I wish I had legs so I could do what you do, but then I remember the other things we do to test subjects. I probably shouldn't have said that. Yeah, wäre vielleicht besser gewesen. I'm sure you'll be fine. Okay, wo sind wir hier? Oh, ist das hier nicht der Hafen? Ja, das ist das Easter Egg aus Portal 2. Cool. Okay, wo geht's jetzt hin? Und weiter geht's. So, jetzt sollten wir eigentlich die Grundlagen haben und sollten jetzt mit. Nee, Quatsch, wir haben ja nur erst eine Farbe benutzt bis jetzt. Okay. I just looked at the documentation for these big monitors. Let me show you myself. Ah, da. Sweet, isn't it? Hey, can look at me. So it's not as creepy knowing you're being watched. Cause you can watch me too. How cool is that? Ja, sehr cool. Oh, the door. Let me get that for you. Okay, danke. So, und jetzt? And the song. Good luck. Okay, let's try this. Und da runter. Und da hoch. Und, wow, das war knapp. Irgendwie so gehen, oder? Und jetzt, was ist da oben aktiviert? Irgendwas da oben aktiviert, okay. Und wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Oh, richtig. Der Würfel, der springt rum. Was aktiviert das? Das aktiviert da drüben was und das aktiviert da oben. Ah, warte mal. Das aktiviert da oben diese Plattform und das. Ach, nee. Nee, 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 nicht rumspringen, nicht. Oh, nein. Ach, verdammt. Okay, das da oben aktiviert diese Wand und was aktiviert das? Das da oben aktiviert die Tür. Wie kommen wir da nach oben? Jetzt müssen wir mal kurz schauen, dass wir wieder zurückkommen. Okay, da oben wird irgendwie was noch aktiviert. Da oben wird ein Würfel gebraucht oder so. Sehe ich das richtig? Ach, okay, wir müssen nochmal zurück. Okay, alles klar. Nehmen wir mal den Würfel mit und gehen da zurück. Da hinten ist irgendwas, oben rechts. Das wir uns anschauen müssen, aber...
Okay, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Das war's mit der ersten Folge von Aperture Tech. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht oder so. In der nächsten Folge versuchen wir jetzt da oben das Zeug da zu machen, was wir da oben auch immer machen müssen, um das Teil da oben zu aktivieren. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, euer Greenie. Ciao.